Hallo ihr Lieben, noch ein bisschen ein immer noch aufwachendes Hallo. Ich brauche Stunden im Moment. Ich habe hier von Ben & Jerry's eine Lieferung bekommen. Ah, Nummer 1 und Nummer 2. Voll krass. Es sind die zwei neuen veganen Sorten. Ich mache hier immer noch das schöne Ben & Jerry's Band ab. Vorsicht, Vorsicht, Trockeneis und so. Und wir schauen da mal rein. Ja, so habe ich das erwartet. Also hier steht nochmal Achtung Trockeneis. Und ich zeige euch mal, was da drinnen ist. Tudum. Ich habe es ja schon reviewed, also swipe gerne mal jetzt hoch bei YouTube, um euch die Review dazu anzuschauen. Zwei Becherchen nochmal neu, es ist so lecker, Leute, probiert es unbedingt. Ja, es ist schon lecker, aber das Vegane finde ich nochmal einen Ticken besser. Warum, seht ihr alles im Video. Und boah, es ist so kalt und ich muss es sofort einfrieren, obwohl es eigentlich nicht. Eigentlich könnte es wahrscheinlich jetzt eine halbe Stunde draußen sein mit Trockeneis. Hallöchen, ein paar Stunden später, aber immer noch in der gleichen Position. Da war ja noch mehr in der Ben & Jerry's Lieferung und ich habe echt keine Ahnung, was das ist. Ich vermute ein bisschen Merch zur neuen Sorte. Das ist ja ein Struggle. Flavor Critics Only. Wow, welcome to the premiere of a new Ben & Jerry's Netflix Original Flavor. Ja, zweite Premiere für mich, dritte sogar, weil ich sie in den USA schon hatte. Aber ich bin ein offizieller Flavor Critic, sehr schön, das freut mich. So soll es sein. Ich suche gerade mein Messer, deswegen gucke ich so um mich her, weil ich das schön aufmachen will. Also ich melde mich gleich nochmal. Jetzt wird es aufgemacht. Das ist voll spannend, schaut mal hier. Ich muss es mal umdrehen. Okay, jetzt wühlen wir hier mal ein bisschen. Das kenne ich ja von der Arbeit, solche Wolle da drin. Was ist denn das? Ach, wie süß. Eine Netflix-Schale. Scoops go here. Ja, ich esse ja nicht wirklich immer Scoops. Das denke ich mir nicht. Aber ich glaube, es ist trotzdem ganz süß, falls es mal doch irgendwann vorkommen sollte, dass ich nicht ein ganzes Pint esse. Vielen lieben Dank. Oh, noch eine. Sehr cool. Oh, und noch was. Noch ein Löffel. Oh, ein Löffel. I like the spoon. Ach, der ist ja süß. Cool. Also, oh, noch was. Zwei Löffel. Okay, dig in. I like the spoon. Zwei Löffel, zwei Schälchen und eine Lupe. Wofür ist die Lupe? Ach, wie süß. Und dann stand da noch drin, wie man das Eis denn testen soll. Ich habe es ja aber schon getestet. Deswegen gibt es jetzt nochmal einen Swipe-Up-Link für euch, den ich ja eben schon hatte. Aber wer will, kann dann nochmal in die Story reinschauen. In das Video. Die Review. Und vielen Dank nochmal an Ben. Oh mein Gott, ist das süß. Ich glaube, da muss ich da nochmal ein YouTube-Video machen. Was meint ihr? Schaut mal. Jetzt habe ich tatsächlich eine Official Flavor Critic Schürze. Okay, ich muss nochmal ein Video machen. Und da gibt es auch noch eine. Bin echt schlecht. Da war noch was drin. Und zwar im Karton. Das habe ich gerade übersehen. Der Beutel hier. Und da ist noch irgendwas drin. Okay, doch. In dem einen Zettel stand was von der Schürze. I get it. Das ist süß. Ich glaube, da muss ich da nochmal ein YouTube-Video machen. Was meint ihr? Schaut mal. Jetzt habe ich tatsächlich eine Official Flavor Critic Schürze. Okay, ich muss nochmal ein Video machen. Und da gibt es auch noch einen Hut. Jetzt habe ich einen Eishut zum Eismachen. Geil. Ohne Mist, jetzt fühle ich mich echt wie ein Eischef hier. Werde ich jetzt immer so in der Eisküche stehen? Keine Ahnung. Aber ich bin Jerry's. Vielleicht mache ich noch ein YouTube-Video. Also, wenn ich hier schon mal so schön im Netflix-Hut sitze, vielen Dank nochmal, Ben & Jerry's. My English followers, I'm so sorry, this was an all-German story. I just got this Flavor Critics Only Kit for the new Netflix and chilled vegan flavor. That's not really new in the US, so I just made the story German because I already reviewed the American version in like March. So yeah, thank you again to Ben & Jerry's, and yeah, I guess the next stories will be all English again.